Die europäische Wirtschaft droht nach Ansicht des früheren EZB-Chefs Draghi von China und den USA abgehängt zu werden. In einem Bericht für die EU-Kommission ruft Draghi zu massiven Investitionen in Wirtschaft, Verteidigung und Klimaschutz auf. Finanziert werden könnte das mit neuen Gemeinschaftsschulden. Die gab es bisher aber nur ausnahmsweise wegen der Corona-Pandemie. Auf fast 400 Seiten hat Mario Draghi im Auftrag der EU-Kommission aufgeschrieben, wie EU-Unternehmen im weltweiten Wettbewerb mithalten könnten. Seine Diagnose ist drastisch. Europa in der digitalen Wirtschaft weit abgehängt und überhaupt, es fehle einfach an Dynamik. Europa steckt fest in einer statischen Industriestruktur. Die führenden Firmen bei Entwicklung und Investitionen sind dieselben, die wir vor 20 Jahren hatten. Auch mit der Autoindustrie hat sich Draghi befasst und mit E-Autos aus China. Ja, die seien massiv staatlich subventioniert, aber China habe auch langfristig und strategisch geplant. Batterien, Ladesäulen, Autos. Dabei sollen doch gerade hier bei grüner Technologie die Chancen für Europa liegen. Wir müssen unsere Industrie beim Weg raus aus fossiler Energie unterstützen, durch Innovation und das dann in einen Wettbewerbsvorteil verwandeln. Mario Draghi macht viele Vorschläge, Energiepreise runter, schnellere Entscheidungen in der EU. Nicht alles ist neu. Aber vor allem fordert er massive Investitionen, hunderte Milliarden Euro, weit mehr als damals beim Marshallplan. Milliarden für den Ausbau von Energienetzen oder für Europas Verteidigung. Aber wo kommt so viel Geld her? Draghi hält dafür, Achtung Reizwort, Gemeinschaftsschulden für möglich. Soweit geht von der Leyen heute nicht. Erstmal müssten die EU-Staaten sich einigen, was sie für wichtige europäische Projekte halten. Wenn wir uns darüber klar sind, das sind gemeinsame europäische Prioritäten, dann muss es auch mit gemeinsamem EU-Geld finanziert werden. Von der Leyen hat den Draghi-Bericht kaum in Empfang genommen. Da lässt in Berlin der deutsche Finanzminister wissen, was er von neuen Gemeinschaftsschulden hält. Gar nichts.